Gude, hier ist der Müller. Und aktuell bin ich immer noch am Rückbau vom Pajero. Leider habe ich momentan nicht so den Zug, weil ich halt auch einfach nicht so Lust so richtig drauf habe, den auseinanderzureißen, aber es bleibt nichts anderes übrig. Heute habe ich wieder ein bisschen was geschafft, nicht viel. Ich hatte auch jetzt die Woche nicht viel Zeit gehabt. Das Batteriesystem ist jetzt draußen, hier ist Relaisboard. Tja, was haben wir? Die Sitze stehen hinter mir, ja. Hinten der Zwischenboden vom Kofferraum ist draußen. Den habe ich auch lieber mal rausgebaut. Vielleicht kann ich die Bretter in der Größe dann nochmal beim nächsten verwenden. Vielleicht passt es sogar recht gut rein. Mal gucken. Auf jeden Fall wollte ich die dann nicht im Auto lassen. Hat Arbeit gemacht. Habe ich es jetzt lieber rausgenommen. Tja, wie geht es jetzt noch weiter? Was fehlt jetzt noch? Radio ist noch drin. Was haben wir noch? Die Batterien wollte ich auch noch rausnehmen. Kommt noch eine einfache einzelne rein. Und die zwei ziemlich neuen originalen 100 Ampere Mitsubishi Batterien, die nehme ich auch noch mit raus. Tja, ansonsten ist das Auto quasi schon zurückgerüstet. Die Kabel, die von vorne nach hinten liegen, die bleiben drin. Da kommt jetzt nichts Neues mit rein. Die mache ich jetzt nicht raus. Tja, das ist jetzt kalkulierbar. Das sind 30 Euro. Die bleiben jetzt im Auto, bis ich die jetzt raus habe. Da ist der Aufwand zu groß. Tja. Tja, was soll ich sagen? Ich mache mir als immer mehr über den Nachfolger. Ich habe ja schon mal gesagt, es muss im Endeffekt ein Diesel sein mit einer rein mechanischen Einspritzpumpe ohne Elektrik dran. Ja, wo noch richtig der Seilzug auf dem Hebel an der Pumpe geht. Und da bleibt ja eigentlich nur noch der L040 übrig, also der Pajero 1. Oder der Pajero 2, der V20, aber auch erst nur die ersten. Die späteren haben dann auch schon wieder die Elektrik in der Pumpe, gerade das Facelift. Vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeit, einen Facelift zu nehmen, weil die sind noch öfters verfügbar in einem guten Zustand. Und dass man dann die mechanische Pumpe reinbaut, ja. Ist aber auch schon wieder so eine Kostenfrage, ja. Wo kriegt man dann wieder eine rein mechanische Pumpe? Gleich eine neue, gleich wieder 1500 Euro ausgeben? Weiß ich noch nicht so genau, ja. Weiß ich noch nicht so genau, was ich mache, ja. Was ja auch cool wäre, wieder ein V60, aber als 2,5 Liter. Den gab es nämlich in Österreich und der 2,5 Liter ist ja auch der alte Motor, der 4D61 oder sowas, wie er im V20 verbaut war. Allerdings auch mit der elektrisch gesteuerten Pumpe. Aber den vielleicht auf die mechanische umbauen. Und dann könnte ich all meine Einbauten genauso wieder reinschmeißen ins Auto. Wäre eine Überlegung, das Auto gab es so aber nur in Österreich meines Wissens nach und in Italien. Da müsste man sich dann einen importieren. Also eine Sache. Meine Frage an euch, was findet ihr für einen Geländewagen cool als Reisemobil? Was wäre eure Empfehlung? Auch unter der Berücksichtigung meiner Kriterien, dass es das Auto eine mechanische Einspritzung haben muss. Käme da bei euch eher ein Landcruiser in Frage oder eine alte G-Klasse, ja. Das Ganze ist na klar auch eine Kostenfrage. So eine G-Klasse bis 10.000 Euro hat nur Löcher und alles ohne Löcher fängt bei 20 an und dazwischen gibt es einfach nichts. Ja, das ist dann eine G-Klasse ohne Löcher, ja. Über 20, das ist einfach out of budget. Es geht halt dann wiederum nicht. Landcruiser auch schwer, was zu bekommen. Keine Ahnung, wie die KJ60 sind oder J60 heißen die oder J90. Ja, also auch um die 2000 rumgebaut. Habe ich mir noch keinen angeguckt. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was ihr euch so vorstellt, was cool ist und was für Vor- und Nachteile das vielleicht hat, ja. Und dann schauen wir mal weiter. Ich mache jetzt hier in der Werkstatt noch ein bisschen klar Schiff und ich sage bis dahin und schön mit Öl.